So, was liegt denn da unten? Da liegt doch ein Brief, oder? Ah, was haben wir denn da? Für danke, Doria Dunn. Legt der Briefträger die Post immer auf den Boden? Ich weiß nicht, ich... Gucken, was da drin ist. Was ist los? Das ist der Ehering meiner Mutter. Oh. Wer hatte den? Keine Ahnung. Mein Vater trug den nach ihrem Tod am kleinen Finger. Nicht immer, wie es scheint. Werden Sie für mich rauskriegen, warum? Ich versuch's, aber da gibt es noch etwas, das mir Sorgen macht. Das hier könnte etwas zu tun haben mit... mit dem Tod ihres Vaters und Bobby Yells Verschwinden. Ach Gott, ja, könnte sein. Hm. Lassen Sie mich bitte für einen Moment allein. Natürlich. Ja, auf jeden Fall. Oh, zwei Hinweise, die passen könnten. Kombinieren wir mal. Der Ehering von Duns Frau war in einem Umschlag, auf dem per Hand Sonjas Name geschrieben worden war. Ah, okay. Waren Mary Purnell und Joe Dunn zusammen? Mary und Dunn hatten etwas miteinander. Die gesammelten Hinweise lassen sie neu okay. Ne. Jemand hat den Farbeimer so. Mary und Dunn hatten wir etwas miteinander. Nee. Ah. Was ist, wenn Marys Geburtsdatum die Kombination für den Tresor ist? Nicht schlecht, Mr. Holmes. Ja? Ich muss ihr Büro durchsuchen. Nur zu. Sehr gut. Das sind doch mal schöne Hinweise. Jetzt kann er da gucken, nach Mary. Und hoffentlich da das Geburtsdatum finden. Aber ich weiß nicht, ob das da steht. Und da war's. Marys Geburtstag. Ah, super. Eine Woche vor jenem Tag. So, super. Und dann gucken wir mal, ob wir jetzt den Tresor öffnen können. Marys Geburtstag natürlich. Oh. Hätte nie gedacht, dass Dunn eine Waffe hat. Letzter Wille und Testament von Joseph R. Dunn. Okay. Sie haben den Safe aufgemacht. Ja, und Sie sollten sich das hier mal ansehen. Was steht denn da? Also schön. Ich denke, das könnte für Ihre Ermittlungen von Interesse sein, Herr Detektiv. Er hat alles mir hinterlassen. Außer
einigen Boxtrophäen und Schnickschnack für Bobby Yale. Hm. Meinen Sie, Bobby Yale hätte das gelesen? Meinen Sie, Bobby Yale hat es gelesen, bevor er verschwand? Kann sein. Wann wurde das Testament unterzeichnet? Es wurde vor 4 Jahren geschrieben, nur Wochen nach meinem Umzug nach Buffalo. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind ja ein richtiger Glückspilz. Ich tue mal so, als hätte ich das jetzt nicht gehört. Gut, danke. So, finden wir sonst noch irgendwas? Ah, da war doch noch Kohle im Tresor, ne? Hätten wir die mal gleich untersucht, hätten wir die... Ja, zeigt auch an. Gewerbeversicherung. Ein paar Kröten. Vielleicht die Portokasse. Okay. Dann werden wir mal im Danas Club nachfragen, was da los war. Die kann uns das ja beantworten. Ich meine, wenn die was miteinander hatten. Berner irgendwas erzählt, wenn man ihm das jetzt sagt. Vielleicht will er es auch gar nicht hören. Fällt dir sonst noch etwas zu dem Streit ein, den Joe Dunn und Bobby Yale hatten? Nicht wirklich, nein. Joe hat bloß gebrüllt, wenn du das bringst, sag ich den Kampf ab und schmeiß dich aus dem Club. Okay, das kennen wir ja schon. Wusstest du, dass Joe Dunn eine Waffe in seinem Tresor hatte? Unmöglich, Mann. Der hat doch Waffen gehasst. Wobei... Als Teenager hat Bobby Yale mal so eine verrückte Phase durchgemacht. Ist sogar aus dem Boxclub ausgestiegen, um sich einer Gang anzuschließen. Oh. Nichts Ernstes. Eines Morgens ist er in den Club eingebrochen. Joe war bereits da und hat ihn auf frischer Tat ertappt. Bobby hat dann mit der Waffe gezwungen, den Tresor zu öffnen. Also hat Joe den aufgemacht und Bobby gesagt, er soll die Waffe da reinlegen, die Gang verlassen und wieder mit dem Boxen anfangen. Ah, okay. 5 Minuten später war ich dann hier und hab gesehen, wie Bobby in Joes Armen wie ein Baby geweint hat. Dann ist er einfach wieder aufgestanden und hat die Handschuhe angezogen. Ja, fairer Umgang. Ich habe oben auf dem Dach eine leere Weinflasche gefunden. Hat Joe dann getrunken? Nur eine Zeit lang, nachdem seine Frau gestorben war. Aber schließlich hat er aufgehört. Danach hat er nur noch zu besonderen Anlässen was getrunken. Okay. So. Dann fragen wir jetzt mal die Dame, was da los war. Warum sie mit ihm da zusammen war. Und so tut, als wenn sie von nichts wüsste. Ich habe ja gesagt, mit der stimmt irgendwas nicht. Diese Musik. So. Gehen wir mal Richtung. Richtung Diners Club. Mal gucken, was da so abgeht. Q.
gucken, was sie uns jetzt beichtet. Ich wusste doch, sie verbergen etwas. Ja. Was? Wissen Sie was? Sie sind die einzige Frau, die Dan jemals Joey genannt hat. Außer seiner verstorbenen Frau. Oh. Du liebe Güte. Ich kann ihr nicht frei reden. Meine Schicht geht noch 10 Minuten. Können Sie noch ein bisschen warten? Ja, klar. Schenkst du mal nach, Mary? Ich komme gleich. Da sitzt da ein Hund am Tisch und fragt, ob Mary mal nachschenkt. Das ist ja nett. Team Mary. Faustdick hinter den Ohren. Aber man sieht, es löst sich alles mit der Zeit. Auf. Mary Purnell, der Engel, den Joe dann in seinen besten Jahren gefunden hat. Joe und ich waren beinahe 2 Jahre lang zusammen. Es fing alles an, als... Nun. An den Wochentagen fange ich in der Morgendämmerung an, den Club zu putzen, vor meiner Schicht im Diner. Joey war immer früh dran. Er tauchte meist kurz nach mir auf. Er hat immer gesagt, das sei die beste Zeit für die schlimmste Arbeit des Tages. Oh, ich weiß genau, was er damit gemeint hat. Sagen Sie nicht, Papierkram. Er hat das wirklich gehasst. Mhm. Eines Morgens hat er mich weinen sehen. Ich hatte einen schweren Tag und... Er hat versucht, sie zum Lachen zu bringen. Er hat auf die Kaffeemaschine gezeigt. Sie brauchen eine Tasse von Joes Kaffee und frische Luft. Das war die erste von vielen Tassen Kaffee auf dem Dach. Oh. Wo dann sie dann auch verführt hat. Passen Sie auf, was Sie sagen, Mr. Blacksad. Sie sind vielleicht noch zu jung, um das zu verstehen, aber wahre Liebe hat wenig mit Verführung zu tun. Eines Tages wurde uns klar, dass der Dachkaffee das Beste an unserem Tag war. Und so verbrachten wir mehr Zeit zusammen. Aber Sie haben nie jemandem etwas gesagt. Warum haben Sie das geheim gehalten? Wegen Sonja. Sie und Joey hatten sich nach dem Tod ihrer Mutter auseinandergelebt. Er hatte Angst, dass unsere Beziehung alles nur noch schlimmer machen würde. Doch eines Tages auf dem Dach... Da ist uns klar geworden, wie ernst es uns mit unserer Beziehung war. Und so haben wir beschlossen, aus diesen Augenblicken etwas für den Rest unseres Lebens zu machen. Okay. Er hat sie also gefragt, ob sie seine Frau werden wollen. Ja, natürlich. Er hat mir den Ehering gegeben und wir haben beschlossen, es aller Welt zu sagen. Er hat gesagt, er müsse sein Glück mit seinem kleinen Mädchen teilen. Doch offenbar war er gar nicht so glücklich. Was ist mit Yale? War der für ihn nicht wie ein Sohn? Sie haben vielleicht schon bemerkt, dass ich ein wenig erkältet bin. Ich sollte jetzt wirklich nach Hause gehen. Vielleicht sollten Sie sich etwas um den Hals legen. Ich habe meinen Schal schon vor einer Weile verloren. Keine Ahnung wo. Und jetzt, wenn Sie mich dann entschuldigen, das ist meine Bushaltestelle. Es war mir ein Vergnügen, Mr. Blackside. Aber... Schnell weg ist er. Gucken, was er so kombiniert. Also, es ist schon verdächtig, dass er das alles so verschwiegen hat. So, das erzählen wir natürlich alles oben erstmal. Ich weiß gar nicht, warum ich immer die Seiteneingangstür nehme, aber okay. Kann ja nicht schaden.
Er schläft immer noch. Mann. Der ist echt durch, der Typ. Ja, gehen wir mal rein. Telefonieren könnten wir vielleicht auch nochmal. Und den Kommissar nochmal eins erzählen. Kommissar Smirnov rufen wir jetzt mal an. Können wir wieder ein bisschen auf den Draht gehen. Smirnov? Wird Ihnen gefallen, was ich Ihnen Neues zum Fall Dunn zu erzählen habe? Oh. Dunn und die Putzfrau des Boxclubs wollten heiraten. Super, dann rufen Sie gleich mal bei What's News an. Die werden sicher wissen, was Sie mit so unfassbar interessanten Informationen anstellen. Die Kombination von Duns Tresor war ihr Geburtsdatum. Er hat ihr sogar einen Ring geschenkt. Sie wissen schon, das große Glück eines klassischen Selbstmörders. Ich bin immer noch nicht überzeugt. Aber vielleicht habe ich da was für Sie. Oh, da bin ich ja mal gespannt. Der war ja der... Wenn ich verkehrt, den Typen mal anzurufen. Out of order. Ja, die ist wohl kaputt, würde ich sagen. Im Leben gibt's manchen schiefen Ton. Die Noten sind zwar alle da, doch der Song kommt platt rüber und hört sich nicht mal ansatzweise wie Musik an. Oh. Und doch ist es möglich, sie harmonisch zusammenklingen zu lassen. Doch nicht immer liegt das in unserer Hand. Da kommt der Schäfer und Kopf. Gucken, was der uns zu sagen hat. Sie sehen müde aus, John. Sie sehen selbst recht erschöpft aus. Ja, ich bin fertig. Und am Verhungern. Ich komme gerade von der alljährlichen medizinischen Untersuchung für Polizisten. Ich musste nicht nur nüchtern erscheinen, sondern auch zwei riesige Gläser Wasser austrinken. Okay. Das ist ja sehr schön. Eine tolle John, Information. Alles klar bei Ihnen? Genau, wir wollen mal auf den Punkt kommen. Können wir mal eben über Dunn reden? Natürlich, kein Problem. Die Sache ist, ich würde Ihnen ja gerne bei dem Fall helfen, aber ich kann nicht. Sie wissen doch, dass ich für den Staat New York arbeite. Wenn ich irgendwelche Informationen hätte, könnte ich sie nicht mit einem Privatdetektiv teilen. Selbst wenn sie hier auf diesem Tisch liegen würden. Sie haben doch gesagt, Sie verhungern gleich. Warum gehen Sie dann nicht zum Tresen und bestellen was? Ja, klar, gute Idee. Genau, damit ich in die Unterlagen gucken kann. Ne? Die er zufällig liegen lassen hat. Schauen wir da mal rein. Büro des obersten Gerichtsmediziners East Manhattan. Autobio vorläufig. Fallnummer medizinische Abteilung. Verstorben. Richard Dunn. Schlecht männlich. Spezies Lux, Farbe dunkelbraun. Alter 47, Gewicht 74 Kilo, Größe 1,65. Externe Befunde, Gewalt war Asphyxie, verursacht durch ein Seil um den Hals. Angeschwollene und leicht zerkratzte Fingerknödel an der rechten Hand. Fingerknödel. Mann. Vermutlich durch ein Trauma. Interessant. Sind die internen Befunde. Eine interne Autopsie fand aufgrund der ausreichenden Schiene externen Beweislage nicht statt. Uhr.
Ja, ist auf jeden Fall spannend. Es zeigt ja wieder, es wirklich, ja, es war kein Selbstmord. Auch wenn es da steht. Nun, jetzt wo ich es recht bedenke, esse ich lieber zu Hause. Ist gesünder. Danke. Eine Dose Frohlich aufmachen. Um Ihnen die Wahrheit zu sagen, John, für mich schien das alles so klar zu sein. Aber jetzt... Bitte versprechen Sie mir, dass Sie keine Selbstjustiz üben. Nein, mache ich nicht. Ich will doch sehr hoffen, dass wir beide keine einsamen Rächer sind. Ich werde es versuchen, aber manchmal gibt es keinen anderen Weg. Also schön. Wie auch immer, sie hat mich auf dem Laufenden, oder? Ja. Mein Freund, Sie können sich darauf verlassen. Bis dann, John. Wie immer hatte mir Smirnoff neue, möglicherweise relevante Informationen überlassen. Und er hatte auch Zweifel gesät. Wenn ein alter Hund wie er plötzlich so ernst wird, dann muss man bereit sein, zuzubeißen. So, jetzt können wir wieder kombinieren. Irgendwas ist faul an, dann Selbstmord. Ne, das passt nicht. Dann hat verschiedene Male am Hals. Dann starb war seine Fingerknöchel. Ne. Irgendwas ist faul. Gucken, ob wir noch Hinweise geben können. Ich bin deutlich größer als Dan und komme gerade so an die Schlinge. Dan hat sich niemals selbst erhängt. Nee. Zumindest nicht allein. Sicher auch so. Ah, da war noch. Kann noch Hinweise kombinieren. So, was haben wir denn? Weekly hat sehr eindeutige... Das kennen wir schon. Dann wollte den Kampf absagen. Jemand... Dann hatte vier verschiedene Male am Hals. Dann war nicht groß genug, um sich an das Seil aufzuhängen. Der Expander an der Mülltonne. Scheiß auf den Expander. So, überlegen wir mal. Der Expander in der Mülltonne gehört Yale. Dann wollte den Kampf absagen. Jemand hat einen Farbeimer in Mülltonne geworfen. Dann hatte verschiedene Male am Hals. So, das passt schon mal. Ja. Dann war nicht groß genug, um sich an der Schlinge da zu erhängen.
Dann hat die 4 verschiedene Male am Hals. Als dann starb. Okay, dann ist der 3. Hinweis wahrscheinlich falsch. Das passt schon. Dann hatte verschiedene Male am Hals. Tja. Mary ist erkältet. Das sind Fußabdrücke. Ne, das passt auch nicht. Überlegen wir nochmal.